Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, ich habe mir jetzt gedacht, in der letzten Aufnahmesession, gut, ich warte jetzt mal noch einen Tag und hole uns noch mal ein paar mehr Dinger hier rein. Und ja, wir haben ja jetzt eigentlich nur noch gesammelte Mutationsproben. Jetzt haben wir noch mal ein paar andere dazu, aber das lief nicht so, wie ich das eigentlich mir gedacht habe. Das sind ja alles wöchentliche und ich kann hier auch irgendwie die dritte nicht aktivieren. Okay, gut. Wenn es nicht will, dann will es halt nicht. Dann machen wir halt 3 Schattenjäger besiegen. 4 Schattenjäger an einem Tag besiegt. Kristalle in Trinity oder Houndfield erbeuten. Einen. Gegner töten, ohne selbst getroffen zu werden. Schattenjäger mit Schockpfeilen getroffen und gesammelte Mutationsproben. Und zu guter Letzt Feinde mit Fernkampfzünder mit Sprengstoff besiegt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt habe ich nicht geguckt. Trinity oder Houndfield? Trinity oder Houndfield? Gebiete sagen mir noch nicht so viel. Nee, wo ist denn Trinity oder Houndfield? Ach, hier. Ah, Trinity oder Houndfield. Ah, okay, gut. Hier, wo wir schon alles so weit gemacht haben. Gut, das heißt, wir müssen einen Platz hier mal auswählen, den wir dann halt leer räumen können, der eigentlich nachts sein sollte. Gut, machen wir erstmal die Schnellreise dahin. Das heißt, ich muss mir auch, glaube ich, noch Sprengstoff machen, ne? Ja, müsste ich, glaube ich, auch noch machen. Ja, ich weiß, ein Dark Zone, vorsichtig. So, dann wollen wir mal gucken. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Da werde ich nochmal die billigen nehmen. Nee, Quatsch, mir fehlt ja hier die Aufputschmittel, die ich da drin hatte. Warum habe ich hier 3 und da 80? Egal. So, ich muss mir aber hier die ferngesteuerte C4 muss ich basteln, ne? Moment, Kopfgelder. Mit ferngezündeten Sprengstoff. Okay. Ja, das heißt, wir müssen das mit C4 machen. 32 Versuche hätte ich. Ich baue jetzt aber erstmal nur 5 Stück. Ich denke mal, wir dürften ein paar mehr treffen damit. So. Ist auch gleich ausgerüstet. Ist jetzt halt auch noch nicht aufgewertet. Dementsprechend könnte das ein bisschen schwieriger werden. Aber soweit nicht schlimm. Das heißt, mit Täuschkörper schön ranholen und dann schauen wir mal. So, mein Dings da ist bald kaputt. Hier Waffen wollte ich noch behalten für die nächste Woche. Da mache ich nur ein paar kaputt, wenn nachher Platz neat ist. Bogen. Wir haben sogar einen Bogen gekriegt, eine Büroklammer. Stimmt. Muss ich noch verkaufen gehen. So, Bogen habe ich da. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Schockpfeile. Werden wir ja brauchen. 33 habe ich. Ja, dürfte reichen. So, jetzt hatte ich noch 6 Stunden bis zur Nacht. Jetzt schlafen wir erstmal bis zur Dunkelheit. Dann schlafen wir bis zum Tag. Und dann suchen wir uns was raus und rennen da kurz hin. In der Hoffnung, dass das klappt. Das wird bestimmt wieder ganz gut gehen. Gegen Schattenjäger am Tag. Aber okay. Und wenn ich denn schnell genug bin, dann nochmal irgendwie durch die Stadt düsen, irgendwie was machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass da auch ein Kristall drin ist. Ne, hier. Hier müssen wir raus. Machen wir mal kurz durchlaufen. Ich werde hier schon gleich angeschrien. Oh, da hätten wir gleich das erste. Aua. Zeichen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich hier nirgendwo lang komme. Und ich laufe hier immer weiter verkehrt. Ich brauche mal eine Regenrinne oder sowas. War hier keine Regenrinne dran? Meine Güte. Ah, hier können wir aber hochklettern. So, einmal hoch. So, wo sind die? Warum liegt der am Boden?
Das weiß er selber noch nicht. Aua. Ich wollte nur hier schnell zur Regenrinne. Da ist er. So, dann machen wir es nochmal anders. Ach, jetzt sind ja sowieso wieder die normalen Pfeile drinne. Weil ich muss sowieso 20 ohne irgendwas töten, aber... Das war der Seuchenstreuner. Das waren zwei mit einem Pfeil. Möchte noch jemand? Da hatten wir wieder stinkige Infizierte. Okay, passt. So, Mutationsproben haben wir. Ihr hattet jetzt hier nichts liegen gelassen, oder? Ein bisschen Kleingeld. Gut, Stofffetzen. Hoppala. Mensch, ihr kommt ja heute richtig gut. Sag mir jetzt nicht das... Achso, nee. Speichern. Speichern wollen wir noch nicht. Jetzt muss ich ja wieder zurück. Genau, lasst ihn einfach gehen. So. Okay. Ich bin drauf. Ich stehe drauf. Unten ist der Eingang. Irgendwo hier unten war der Eingang. Ich weiß nicht, was seine entzündeten Augen sehen. Können die denn überhaupt noch was sehen? Muss ich doch auf die andere Seite? Ich habe ja nicht so viel Zeit, ne? So, wo geht's hier? Stimmt, bin ich auch. Halt. So, einmal das mitnehmen. Und da wollen wir ja eigentlich rein hier. Ist das nicht den, den wir schon mal gemacht hatten? Da scheinen aber keine Schattenjäger drin zu sein. Das heißt... Wir haben schon mal das erste fertig. So, nehmen wir mal kurz alles mit hier. Köpfe und so weiter brauche ich ja trotzdem. Es geht schon ganz gut mit dem Bogen. Kann man ja nicht meckern. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwo hier ein Kristall. Ja, warum sneak ich hier eigentlich? Das weiß ich selber noch nicht mal. Waren hier nicht eigentlich immer Schattenjäger drin in dem Ding hier? Aber hier war auch kein Kristall, so wie es aussieht. Den ich erbeuten kann. Ganz normaler Müll. Der übliche Müll halt. Okay, die Tür kann ich aufmachen.
Die ist aber von innen verschlossen. Gut, hier geht's raus. Hoppala. Hier haben wir noch einen Kristall. Wunderbar. Irgendein Kristall hieß es ja. Gut. Wenn ich mich da nicht raufkletter. Jetzt hänge ich hier zwischenfest. Weil ich habe da noch eine Kiste irgendwo gesehen, aber ist unter mir. Oh, siehst du, er hat auch nochmal ein Kristall. So. Dann gibt's einen mal kurz einen Scheitel gezogen. So, Alkohol. Hier nehmen wir natürlich auch alles mit. Man ist jetzt schon eigentlich Gefährlicheres gewohnt hier. Gut, aber da haben wir jetzt alles. Komm jetzt von hier aus nochmal hoch. Ja. Das war der letzte. Oh gut, dann war es der letzte. Dann nehmen wir uns mal den Loot mit. Ein paar Schüchchen. Ist jetzt nicht so der Hammer-Loot hier. Aber wenigstens ein bisschen Loot. So, dann können wir das Ding hier wieder öffnen. Und können schon wieder raus. Gut, das war die erste Dark Zone. Probieren wir gleich die zweite. So. Was glaubst du, was da drin ist? Weiß es nicht, was da drin ist, aber ich komme hier, glaube ich. Hier kommen wir ja gar nicht rein. Zugemauert hier. Ah, das glaube ich nicht. Du willst nicht gegen mich kämpfen. Okay, wir haben hier schon mal einen Schattenjäger drin. Aber, aua. Die hier machen mir Sorgen. Und mit Kralle werde ich da bestimmt nicht reinrennen. Gut, der andere läuft weg. So. Ja, ist auch besser so. Gut, hier haben wir drei Stück gleich drin, ne? Vier. Fünf. So geht das natürlich auch. Immer schön in die Knie. Gut. Okay, schon Rang 4. Ich werde mal kurz die hier benutzen. Okay, war klar. Jetzt muss ich euch erstmal loswerden hier.
Aber ihr seid eigentlich nur das halbe Übel. Na, komm her hier. Ja, Mensch, musstest du mich jetzt hauen? Ich weiß, ich war ein bisschen zu laut und so, aber trotzdem. Ihr habt gegen diese Axt sowieso keine Chance. Nicht mal ansatzweise. So. Da habe ich mich selbst getroffen. Gut. Gegen den Strom. Na, dann kommt erstmal her hier. Nee? Muss erst laut werden? Ich glaube, ich musste erstmal laut werden hier. Ich wollte gerade ausweichen hier. Die Nase, du. Einer ist da noch drin. Zwei sind da noch drin. Aber mehr habe ich davon nicht. Nur noch Schnittpfeile. Oh, das war verkehrt. Na komm, aber kurz wegräumen hier. Und mit der... Na, 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 na. Kralle nochmal. So, dich auch nochmal. Ich glaube, da sind noch mehr drin, wa? Die brüllen ganz schön. So, ihr werdet schön mit der Kralle zerlegt. Eieiei, ich muss da rein. Ich muss noch meine ganzen Proben da raussammeln. Und mit dem Sprengstoff will ich auch noch machen. Okay, das waren die Pfeile. Ja, was haben wir? Ich habe noch Feuerpfeile. So, brennt er aus. Natürlich nicht. Okay. Die Sprengpfeile sind zwar gut, aber... Ja, jetzt habe ich nur noch Schockpfeile. Ja.
Na, komm schon. Gut, komm, ich gönne jetzt auch noch die Schockpfeile hier. Ich noch? Normale? Okay. Sieht doch ganz gut aus. So. Sieht sogar sehr gut aus. So, dann können wir doch hier mal kurz alles mitnehmen. Dann fehlen mir nur noch ein paar Mutationsproben. Und dann bin ich heute sogar recht schnell fertig geworden. Ey, das läuft langsam. Aber nur solange ich halt Stuff hab, ne? Dass wir müssen gucken, dass wir in den nächsten auch wieder Stuff reinfahren. Wollte jetzt halt auch nicht so lange machen. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier alles mit, was jetzt nicht bei 3 auf dem Baum ist. Nee. Scheint oben noch einer zu sein. Okay. Elektronik. Irgendwo scheint hier aber noch einer zu sein, der noch nicht mitspielen wollte. Und diese gefährliche Musik dabei, ey. So. Aber es hat sich ja wenigstens an Köpfen schon mal ein bisschen gelohnt. Köpfe haben wir ja jetzt schon mal ein paar gekriegt. Jetzt sind hier keine Schattenjäger mehr. Und mit dem Rest werde ich ja hier spielen fertig. Als wenn er nie da gewesen wäre. So, einmal hier öffnen. Was haben wir hier? Nochmal ein paar Klingen. Gewichte. Ja, ich muss mal bald sowieso neue Waffen machen. Oh, Dietrich schwer. Na denn. Lass mich doch erstmal. Ich glaube, das war jetzt auch der letzte. Mehr dürfte hier aus dem Laden nicht rauszuholen sein. Nee, mehr ist hier auch nicht rauszuholen. So, dann gucken wir nochmal. Kopfgelder. Ja, sind jetzt nur noch die mit den Sprengzündern. Na gut. Bräuchten wir halt nur noch. Da zählen bestimmt auch Autos dazu, ne? Ich hab einen. Das wird dir wehtun. Glaube ich nicht. Stehen bleiben, du Wichser. Tick, Arschloch. Tick? Okay. Das heißt, wir könnten eigentlich auch mit den Autos was machen, wa? Wo kam er denn jetzt her? Hat er mich jetzt wirklich gejagt? Mein Respekt. So. Aber komm, wir brauchen irgendwo eine Stelle, wo richtig schön Action ist. Und am besten in einem Garnisonsgebiet, wo wir halt auch schon
Ja, ein bisschen was haben, würde ich sagen. Gucken wir doch mal, dass wir hier hingehen. Weil da haben wir den Autofallen, die funktionieren ja eigentlich, müssten eigentlich auch, weil es ist ferngezündeter Sprengstoff. Aber jetzt doch nicht sagen, dass das nicht funktionieren würde. So, dann nehme ich nochmal eine Arznei. Und noch eine. Das alles, während ich rauslaufe. So, verbunden bin ich. Okay, da haben wir dann auch gleich das erste. Dann machen wir doch mal. Moment. Moment, Moment, Moment. Noch nicht überrennen, noch nicht überrennen. ich mache mal kurz den Enterhaken raus und ich nutze mal den Fleischköder. So, komm. Soll ein bisschen was anlocken. Oh, kann ich nicht zünden. Ah. Oh. Jetzt habe ich mich selbst noch in die Luft gesprengt hier. Eieiei. Ach, komm schon. Ach, die ist auch da. Na gut. Aber ich habe gerade keinen. Wirklich ein Sprengstoff mehr. So. Jetzt ziehe ich einfach die Sachen weg. Ah, nicht erwischt. Zu früh. Na, aber. Jetzt haut die mich wieder. Ja. Komm, warte mal. Machen wir anders. Machen wir erstmal so. Damit es mir wieder gut geht. Mach ich. Erstmal dich. Na komm. Dann kriegst du erstmal den ersten. Den zweiten. Und du stehst erstmal nicht wieder auf. War schon wieder zu schnell. Zu spät ausgewichen. Alter, die ist so nervig, wenn man die ohne Bogen macht. Und erwischt tut man sie dann auch immer nicht. Ah. Gefällt sich richtig. Komm. Ah, zu spät. Die weicht halt auch jedes Mal aus. Jetzt habe ich sie. So, du wirst in zwei Teile geteilt jetzt hier. Eieiei, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da hinten mein Zeug kriege. Das mit dem Sprengstoff, das hat ja jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Na gut, jetzt fehlt nur noch ein Tausender. Ich müsste mir mal wirklich mal ein Auto. Ich will das mal ausprobieren, damit ich dann weiß, ob ich das dann halt auch so abschließen könnte. Ich müsste mir jetzt wirklich ein Peacekeeper-Auto suchen, was sich fernsteuern zünden lässt. Da ist zum Beispiel eins. So.
Geht das oder geht das nicht? Das zählt nicht. Okay. Es sind zwar ordentlich welche in die Luft geflogen, aber das zählt nicht. Na gut. Das heißt, ich müsste mir dann nochmal was anderes überlegen. So, flitze ich jetzt erstmal hier in Sicherheit. Aber gut, das mit dem Sprengstoff, das kriegen wir schon hin. Ich könnte ja nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendwo nochmal welchen kaufen könnte. Bestimmt. Aber... ich will das Geld nicht ausgeben. Ich möchte das Geld irgendwie nicht ausgeben. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich im Inventar an Köpfen? 132. Na gut, wir könnten eigentlich mal shoppen gehen. Wir könnten mal shoppen gehen. Und auch den Bogen mal verkaufen, den ich da noch habe. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt rüste ich mal erstmal die PK-Armbrust erstmal wieder aus. Und dann passt das. Jetzt müssen wir... jetzt haben wir hier zweimal Spalter nur noch. Na gut, der eine ist ja natürlich besser aufgewertet als der andere. Na gut, aber auch Mods müssen wir so langsamer machen. Dementsprechend machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.